Hallo Kids, willkommen zu unserem Kuscheltier-Workout. Wir brauchen heute einmal einen Gürtel für unser Workout und Kuscheltiere. Dann würde ich sagen, legen wir gleich auch direkt los. Viel Spaß dabei! So, wir kommen zu unserer nächsten Aufgabe. Und zwar rettet die Kuscheltiere. Ihr müsst einmal mit eurem Gürtel einen Kreis auslegen, so wie bei uns hier. Und eure Kuscheltiere, die sind einmal im Kreis drin. Nämlich der Kreis, das ist der Drachenkreis. Der Drache steht nämlich davor und passt richtig gut auf seine Kuscheltiere auf. Und eure Aufgabe ist es jetzt, die Kuscheltiere zu klauen und rüber auf die andere Seite zu bringen. Aber pass auf, der Drache, der passt auch gut auf. Komm, los geht's. Der Drache hat keine Chance. Es geht vorbei. Oh, jetzt hat er es auch geschafft. Oh, ein Kuscheltier. Das ist frei. Sehr gut. Okay, jetzt seid ihr dran. Einmal den Kreis bauen. Und alle Kuscheltiere da rein. Genau. Und danach natürlich alle retten. Ja, das sieht klasse aus. Ihr könnt natürlich mehr Kuscheltiere nehmen als wir jetzt. So viele, wie ihr habt vielleicht. So 10, 15. Ah, so viele. Vielleicht schafft ihr das ja. Genau, schön in den Kreis reinlegen. Und dann ist einer der Drache. Und ihr müsst schnell die Kuscheltiere klauen. Genau. Ihr schafft das. Rettet die Kuscheltiere. Am Drachen vorbei. Kuscheltier schnappen. Und rüber auf die andere Seite bringen. Ja, das sieht super aus. Schön dran vorbei, vielleicht unter den Beinen natürlich krabbeln, wie der Marcel das gemacht hat. Lasst euch was einfallen. Holt euch das Kuscheltier und rettet es. Könnt den Drachen noch wegschieben. Genau. Dran vorbeilaufen oder drunter durchkrabbeln. Was euch so einfällt. Oh, und das nächste Kuscheltier, holt es euch. Und rüber auf die andere Seite bringen. Ja, sehr gut. Und schnell rüberbringen, rüberbringen, bis ihr keins mehr habt. Ja, das sieht super aus. Ja, ich schaff das. Rettet alle Kuscheltiere. Wieder schön am Drachen vorbei. Das nächste Kuscheltier klauen. Und rüber auf die andere Seite bringen. So, jetzt sind nicht mehr viele Kuscheltiere da. Gebt nochmal alles. Richtig schön schnell. So schnell ihr könnt. Holt eure Kuscheltiere zurück. Rettet sie vor dem bösen Drachen. Sehr gut. Und die letzten drei Kuscheltiere noch. Und weiter, weiter, weiter. Holt sie euch. Sehr gut. Und das nächste. Und so schnell ihr könnt. Immer hin und her flitzen. Falls ihr noch drei Kuscheltiere drin habt, könnt ihr die natürlich auch in Runde 2 nochmal da reintun. Genau. Oder ihr tauscht mal die Rollen. Der andere ist mal der Drache. Sehr gut. Okay, das habt ihr wirklich super gemacht. Klasse. Wir haben jetzt eine kleine Bewegungsgeschichte vor euch. Dafür legt ihr euch jetzt gleich ein paar Kuscheltiere so in einer Reihe, dass sie ein bisschen Abstand zueinander haben. Und dann gehen wir schon los mit unserer Geschichte. Der Zwerg und der Riese. Es war einmal ein Zwerg im Zwergenland. Der ging wahnsinnig gern auf Abenteuerreisen. Weit entfernt im Riesenland, da gab es einen Riesen. Der war so hoch wie ein Hochhaus. Auch der Riese ging gerne spazieren. Eines schönen Tages begegneten sich der Riese und der Zwerg. Beide liefen um den anderen herum und guckten ganz verwundert. Sie hatten noch nie ein so großes und so kleines Lebewesen gesehen. Der Riese und der Zwerg mochten sich sofort und beschlossen, zusammen ein Abenteuer zu erleben. Und so gingen sie ins Kuscheltierland. Dort angekommen lauerten viele Gefahren. So mussten der Riese und der Zwerg über Kuscheltiere drüber springen. Um die Kuscheltiere Slalom laufen. Wie eine Spinne über die Kuscheltiere drüber laufen.
Achtung, dort ist eine Schlucht. Um über die große Schlucht drüber zu kommen, müssen der Riese und der Zwerg weit springen. Das schaffen sie nur mit dem Froschsprung. Oh nein, das Kuscheltierland bricht zusammen. Sie müssen schnell wieder zurück. Froschsprung über die Schlucht. Spinne. Slalom. Springen. Und schnell zurücklaufen. Der Zwerg und der Riese verabschieden sich. Sie haben ein Abenteuer erlebt, das sie nie vergessen werden. Tschüss, lieber Riese. Tschüss, lieber Zwerg. Wir kommen zum zweiten Teil unserer Lebensgeschichte. Aber zunächst einmal verratet euch das Passwort. Das lautet nämlich Riese. Und jetzt müssen wir nämlich Folgendes machen. Wir lesen jetzt gleich einmal die Geschichte vor. Und wenn das Wort Riese erscheint, dann muss der Riese einen Strecksprung machen. Und zwar jedes Mal, wenn das Wort Riese genannt wird. Und wenn das Wort Zwerg genannt wird, der Zwerg ist nicht, dann müssen wir einmal über die Hürden drüber springen. Und ihr seid dran. Der Zwerg und der Riese. Es war einmal ein Zwerg im Zwergenland. Der ging wahnsinnig gern auf Abenteuerreisen. Weit entfernt im Riesenland, da gab es einen Riesen. Der war so hoch wie ein Hochhaus. Auch der Riese ging gerne spazieren. Eines schönen Tages begegneten sich der Riese und der Zwerg. Beide liefen um den anderen herum und guckten ganz verwundert. Sie hatten noch nie ein so großes und so kleines Lebewesen gesehen. Der Riese und der Zwerg mochten sich sofort und beschlossen, zusammen ein Abenteuer zu erleben. Und so gingen sie ins Kuscheltierland. Dort angekommen lauerten viele Gefahren. So mussten der Riese und der Zwerg über Kuscheltiere drüber springen, um die Kuscheltiere im Slalom laufen, wie eine Spinne über die Kuscheltiere drüber laufen. Achtung, dort ist eine Schlucht. Um über die große Schlucht drüber zu kommen, müssen der Riese und der Zwerg weit springen. Das schaffen sie nur mit dem Froschsprung. Oh nein, das Kuscheltierland bricht zusammen. Sie müssen schnell wieder zurück. Froschsprung über die Schlucht, Spinne, Slalom, springen und schnell zurücklaufen. Der Zwerg und der Riese verabschieden sich. Sie haben ein Abenteuer erlebt, das sie nie vergessen werden. Tschüss, lieber Riese. Tschüss, lieber Zwerg.